Hi Leute! Ja, ich war wieder einkaufen und zwar diesmal nur im DM. Ich wollte eigentlich nur eine Kleinigkeit besorgen, aber ihr kennt das wahrscheinlich alle. Aus Kleinigkeiten wird dann doch ein bisschen mehr, aber ich habe mich doch ein bisschen gezügelt, denn ich hatte kein Körbchen und ich hatte alles dann so in der Hand. Kennt ihr das, wenn da überhaupt keine Körbchen sind? Und dann, ja, auf jeden Fall. Deswegen hat es mich etwas ja, gehindert. Mehr zu kaufen, was eigentlich auch besser ist. Ich habe sogar noch die Quittung, das heißt, ich kann euch noch die Preise nennen. So, als allererstes fangen wir mal erstmal mit den vielleicht für euch nicht so interessanten Sachen. Und zwar habe ich mir Fairy gekauft. Das gab es ja mal in der DM-Box und ich liebe diesen Duft von Fairy und es ist wirklich gut. Es entfernt wirklich Fett und eingebrannte Sachen und ich weiß nicht, also das ist wirklich echt, was sie in der Werbung sagen. Also in der Villa Bicha, was da reden die da in der Werbung? Also es ist auf jeden Fall super. Ich liebe auch den Geruch und habe ich mir auf jeden Fall nachgekauft. Fairy Spülmittel kostet 1,35. Dann habe ich mir von Lenor diese Trockentücher hier geholt. Boah, die sind ganz schön heftig im Duft, also das sind so kleine Tücher. Ich habe das auch schon benutzt. Das sind so, ja, so Fließtücher, die man eigentlich in den Trockner reintut, damit die Wäsche gut riecht. Und das mache ich natürlich auch, weil es riecht wirklich einfach nur nach frisch gewaschener Wäsche. Und ich liebe diesen Duft. Aber was ich auch mache, ist, ich tue diese Tücher auch in meinen Schrank rein. Also hier seht ihr ja meinen Spiegelschrank und da tue ich mir immer diese ganzen Tücher überall hin. Und das duftet jedes Mal und ja, ihr müsst mal dran schnuppern, das ist echt super. Also das sind die Lenor Trockentücher und die kosten 1,95. Ja, ganz, ganz toll. Dann habe ich mir Bonbons gekauft. Also eigentlich habe ich die für meinen Vater gekauft, denn ich mag weder Kirschgeschmack noch Ingwergeschmack. Aber irgendwie sind die noch bei mir und das kostet... Na? 65 Cent. Die gibt es ja immer an den Kassen, ne? Dann habe ich mir meine Abschminktücher gekauft. Das sind die hier von Balea. Ich wollte eigentlich dieses mit diesem Tropical Fruit oder wie das heißt. Ich weiß nicht mehr, von welcher Marke das ist. Aber es ist auch eine rosa Verpackung, aber es gab es die irgendwie nicht. Und die kosten 1,25. Die sind aber auch ganz gut. Und ja, die benutze ich sehr gerne. Und jetzt kommen wir endlich zu dekorativer Kosmetik. Da habe ich mir einmal einen Nagellack von P2 geholt. Der sieht so aus. Der ist, ich hoffe, man sieht das. Der glitzert so lila. Das ist P2 544 My Place or Yours. So, das ist ein ganz tolles Ding. Kostet 1,55. Dann habe ich mir ein P2 Sheer Glam Lippenstift gekauft. Der sieht so aus und hat gekostet. Er kostet 1,95. Ich swatch euch den mal. Der ist ganz sheer. Also, der gibt nur ganz leicht Farbe ab. Aber ich fand das auch mal ganz schön, wenn man dunkler geschminktere Augen hat und dann so einen schönen Lippenstift drauf hat. Dann habe ich mir Kajalstifte hier geholt. Und zwar einmal den P2 Smoky Eye Stylist. Der sieht so aus. Oh, und die gehen so schwer auf. In Grau. Und dann einmal in so ein Burgund. In so einer Burgundfarbe. Geht leicht ins Braune, hat aber auch noch einen Rotstich. Diese hier. Die haben auch hinten so einen Anspitzer, was ich sehr praktisch finde. Und die Spitze sieht so aus. Und die gehen so schwer auf. Also die haben die echt krass gemacht mit den Deckel. Und die kosten 2,95 jeweils. Und dann habe ich mir ein P2 Eyebrow Express. Ich gebe ja nicht auf. Ich will ja irgendwie meine Augenbrauen nachmalen. Aber irgendwie kostet 1,95 und hat diese Farbe. Aber irgendwie, ja, ich glaube, ich mache mal dazu ein extra Video, weil viele sagen ja, mach mal deine Augenbrauen dicker und, aber ich sage ja immer, ich gucke dann immer so, also ich sehe dann böse aus irgendwie.
Und deswegen, naja, müssen wir mal schauen, wie wir das mal machen. Dann habe ich mir vom P2 Perfect Look Kajal geholt. Der sieht so aus und hat hinten auch einen Anspitzer. Und das ist so einer. Und kostet 1,75. Und dann noch zwei Sachen. Und zwar von P2 Forever Paradise. Das sind diese hier, die sind recht neu. Und das ist so ein dickes Ding. Und je nachdem, wie und wo ihr malt, ne, weil das ja hier so sieht, dann so aus. Mal gucken, was man damit macht. Ich dachte für die Wasserlinie. Ganz interessant. 2,85. Und zu allerletzt ein Essie-Nagellack. Den habe ich gekauft. Das ist von der neuen Kollektion. Für den Herbst heißt Resistance. Irgendwie sowas. Wurde ich angefixt von der Rebecca Flöter und die kosten 7,95 und das ist so ein ganz toller, dunkler, ohne Schimmer, ohne gar nichts. Rot, lila, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr dunkles Bordeaux. So, das war mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss mich jetzt beeilen, denn ich muss jetzt weg. Ich sitze auch ein bisschen anders, falls ihr es bemerkt habt, denn die Sonne schien, da musste ich hier Vorhang zuziehen und jetzt musste ich ein bisschen anders sitzen, weil sonst hatte ich einen Schatten in der Mitte und hier sind überall die Sachen noch, weil ich streiche gerade und ja, ich muss jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Ihr habt bestimmt schon bemerkt, ne? Ich habe meine Haare dunkler. Sieht man das? Ist doch vom P2, ne? Ja. Eyebrow Smoky Smoky Forever. Ich habe die. Also, ich habe ja mal erzählt, dass wenn ich dieses. Ich benutze ja normalerweise das von Schwarzkopf die Haarfarbe, Schwarzkopf Diadem 715, benutze ich ja immer. Aber ganz am Anfang, wenn ich die reintue, die Farbe, dann sind meine Haare ein bisschen dunkler. Und dann je mehr ich die Haare wasche, desto heller werden die. Also ihr könnt jetzt mal vergleichen, die Haarfarbe und zu dem letzten Video, da hatte ich das glaube ich noch nicht drin. Und nee, Quatsch, da hatte ich das schon drin. Also da, wo ich die kandierten Äpfel gemacht habe, da hatte ich schon die Haare dunkler. Die sind jetzt schon wieder heller geworden als zum letzten Video, wo ich die Äpfel kandiert habe. Das Video kann ich euch unten in die Infobox verlinken. Ja, aber ich glaube, mir gefällt das jetzt so für die kalte Jahreszeit irgendwie besser. Habe ich mir erstmal eine Sache hier, also. Aber irgendwie gefällt es mir, glaube ich, wirklich besser so zur Winterzeit, dass die Haare ein bisschen dunkler werden. Und die Farbe finde ich eigentlich ganz okay. Und ja, was erzähle ich euch das jetzt eigentlich?